Servus Leute, da bin ich wieder. Ich würde euch heute gerne ein richtig geiles Messer vorstellen, und zwar das Demco Knife AD 20.5. Ich sag's euch, das geilste Messer, was ich jemals in der Hand gehabt habe. Kein Scheiß, so viel vorab. Also bleibt unbedingt dran. Ja, Leute, ziemlich viel geteasert im ersten Satz schon, aber es ist wirklich so, ich sag's euch gleich vorab, das AD 20.5 Demco Knife ist wirklich das geilste Messer, wo ich jemals in der Hand gehabt habe. Und das, glaubt man's, ich stehe da wirklich dazu. So, ich habe das Messer bekommen von knife.de. Deswegen erstmal Dankeschön, dass ich das Messer testen darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich liebäugel ja schon ewig mit dem Messer. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es endlich in der Hand habe. Wer knife.de noch nicht kennt, ist ein richtig geiler Online-Shop für Messer und hat also wirklich so ziemlich alles im Sortiment. Vor allem haben sie ganz viel Bugs, sehe ich immer wieder, die ganze Jubiläumsvariante und so. Also sie haben wirklich alles, was das Messerherz begehrt. Ich habe auch schon ein paar Messer für sie vorgestellt, unter anderem nämlich das Schnitzel Dreh, die Special Edition allerdings mit dem, was war es denn? CPM V, ne, 3V Stahl, genau, richtig geiles Teil mit Mikata Griffschale, hat mich sehr überzeugt, das Messer, hat mir richtig gut gefallen. Und das hier, vielleicht habt ihr es auch gesehen, das Review von mir, das Acta Non Verba A200, ein richtig geiles Teil mit dem Sleipner Stahl. Ja, also die Jungs wissen, was ich für einen Geschmack habe, das auf jeden Fall. Richtig geile Messer. Ich mache euch mal hier oben einen Link rein zur Playlist. Da könnt ihr euch mal die Reviews hier anschauen. Und heute, wie gesagt, kommen wir mal zum AD 20.5 von Demco Messer oder Demco Knives. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen fangen wir an beim Herr Demco am besten. André Demco, der hat ganz viel für Cold Steel designed und hat also mit Demco Knives seine eigene Messermarke, die sich zum Beispiel auch auszeichnet durch diesen Shark Lock hier. Das ist der Verschluss, den muss man hier nach hinten ziehen. Ich habe so einen Verschluss noch nie gesehen vorher. Hier zum Beispiel, das war ja der, wie heißt der, Ambilock oder so irgendwas. So ähnliches Prinzip. Aber dieser Shark Lock hier, der halt so eine Haiflosse hier imitiert. Ich komme mal näher dran natürlich, dass ihr es auch seht. So, ihr seht das mal, ein ganzer Pracht, das Messer. Das ist also der Shark Lock und den zieht ihr dann nach hinten und dann wird die Klinge freigeben. Also, ich sag's euch gleich vorab. Natürlich gibt's gleich noch ein paar Nahaufnahmen, ganz klar. Aber so ein Messer, mit dem man so spielen kann. Und ich habe das schon in vielen Videos gesagt, ich weiß, aber das hier, das ist der Wahnsinn. Als das Messer hier ankam, ich habe das probiert und ich habe gedacht, boah, das gibt's nicht, einfach nur geil. Jetzt habe ich es ungefähr 4 Wochen, es ist natürlich auch ein bisschen besser eingespielt und es ist jetzt noch leichtgängiger und es ist wirklich, wenn ihr das mit dem Shark Lock hier ein bisschen raus habt, es ist brutal. Vor allem, ich gehe mal ganz nah ans Mikro, hört euch mal das Geräusch an. Also das ist wirklich unbeschreiblich für mich, ohne Scheiß, ich liebe das Messer. So, ihr wollt natürlich auch ein paar Fakten zu dem Messer haben und nicht nur gebabbel, deswegen. Wir haben hier eine Clip-Point-Klinge. Das Messer gibt es auch mit einer Sharpfoot-Klinge. Also ist so ähnlich wie Sheepfoot und was es alles gibt. Aber hier ist dann in dem Fall eine Sharpfoot-Klinge. Sieht auch richtig geil aus. Ich wollte aber diese traditionelle Clip-Point-Klinge hier, weil es einfach genau mein Stil ist. Also das Messer ist so eine Mischung aus modern und trotzdem klassisch. Und so liebe ich es einfach. Dann schwarzes G10, eine blanke Klinge oder in dem Fall halt ein Stonewash. Das sind für mich so die klassische Farbe und das macht für mich das Messer aus, dieses klassisch, ich kann es gar nicht beschreiben, kein Scheiß. Auf jeden Fall haben wir hier einen CPM S35 VN Stahl, also wirklich so ziemlich das Brutalste, was es gibt, meiner Meinung nach. Das ist ein High-End Pulver metallurgischer Stahl, also wie gesagt, ich habe es 4 Wochen. Ich habe ganz viel damit gemacht. Ich habe es noch nicht einmal abgezogen. Und ich sage es euch, es rasiert wie am ersten Tag. Also wirklich brutales Teil. Ich krieg's nicht stumpf. Es ist einfach so.
Das Messer gibt es aber in verschiedene Varianten bei Knife.de. Das gibt es, wie gesagt, mit der Clip-Point-Klinge, mit der Sharpfoot-Klinge. Es gibt verschiedene, also es gibt die blanke Klinge, das Stonewash, schwarze Klinge gibt es, glaube ich. Es gibt verschiedene Griffschale, also verschiedene Farbe. Es gibt den S35VN-Stahl und es gibt auch einen D2-Stahl und es gibt auch den AOS-10-Stahl. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Wie gesagt, ich habe mich für die Variante hier entschieden, weil es einfach der geilste Stahl ist und auch die geilste Optik natürlich, meiner Meinung zumindest. Und ansonsten, das Gewicht von dem Messer ist natürlich noch wichtig. Das sind, ich glaube, 105 Gramm. Ich schaue auch mal auf meine hochmoderne Küchenwaage hier. Genau, 105 Gramm. Was nicht viel ist, sage ich jetzt mal. Auch nicht wenig natürlich. Es gibt ja Leute, die stehen als EDC-Messer auf die ganz leichte Messer, so wie ein Real Steel Luna zum Beispiel. Oder Leute wie mich, die stehen dann so auf ein Buck 110, was aber nochmal, ich glaube, einiges mehr wiegt wie das hier. Und auch ein bisschen größer ist sogar noch. Wir haben hier nämlich eine Klingenlänge von 8,3 cm. Und ich sag's euch, ich habe mal überlegt, wie ich das jetzt erklären soll. Das Messer ist für mich wirklich die perfekte Größe, also eigentlich das perfekte Messer. Mal davon abgesehen, dass es nicht Paragraph 42 akkumfordernd ist, aber da gehe ich gar nicht drauf ein, weil es ist halt einfach ein geiles Einhandmesser und es kann sich ja nicht jeder, wo geile Messer macht, um unsere Gesetze hier in Deutschland Gedanken machen. Deswegen, das lasse ich einfach mal jetzt beiseite. Für mich ist das perfekte Messer, weil es verdammt gut in der Hand liegt, weil es eine geile Optik hat. Und jetzt, wie gesagt, ist schwierig zu erklären, aber ich habe immer, wenn ich das Messer anschaue, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es sollte ein bisschen größer sein. So wie Buck zum Beispiel. Aber wenn ich es dann in der Hand habe, dann merke ich einfach, dass es perfekt ist. Und da ich immer den Hang habe zu große EDC-Messer, würde ich mal sagen, das Gefühl, dass es ein Ticket zu klein ist für mich, bedeutet einfach, dass es zu 100% für mich die perfekte Größe hat. Ich hoffe, das hat man jetzt irgendwie verstanden. Ist schwierig zu erklären, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist das Teil einfach nur ultra geil. Und jetzt hole ich euch aber nochmal ein bisschen näher, dass ihr euch das Messer überhaupt mal gescheit anschauen könnt. So, also hier nochmal das Messer in voller Pracht hier. Hier der Stahl, der S35VN und neben dran ganz klein geschrieben Taiwan, da wird das Messer nämlich produziert. Dann haben wir hier, wie gesagt, die G10 Griffschale. Wir haben hier eine richtig gute Oberfläche, dass man richtig guter Grip hat. Und hier den Clip, den kann man versetzen, jawohl, den kann man hier versetzen. Und hier zeige ich euch nochmal diesen Sharklock, also wie gesagt, den müsst ihr dann hier nach hinten ziehe, dann geht er auch leicht hoch und dann wird hier der Stift, der Bolze freigegeben. Das Messer läuft natürlich auf Lager hier drin und wenn man es nochmal hier sich anschaut, also wirklich, das ist eine richtig geile Action auf jeden Fall. So, dann haben wir hier, ich hoffe, das sieht man, das wird alles scharf hier. Hier haben wir nochmal die Schraube drin, da steht drauf PA Wampum, das ist auf jeden Fall der Sitz der Firma Demco Knives, das ist in Pennsylvania eine Stadt. Und auf der anderen Seite haben wir hier halt nochmal Demco Knives draufstehen und hier auf der Klinge dann die Unterschrift, ich hoffe, das sieht man. So, der Daumenpin hier, den kann man scheinbar wegschrauben. Mache ich aber nicht, weil wird trotzdem ein Einhandmesser bleiben. Da mache ich mir keine Hoffnung. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, diese geile Clip-Point-Klinge hier. Ah, da passt einfach alles, Leute, ich sag's euch. Ja, Leute, ich hoffe, ich habe dann das Wichtigste zu dem Messer gesagt. Ihr wisst, das Wichtigste für mich bei einem Messer ist einfach das, was es in mir auslöst. Und wie schon im ersten Satz erwähnt, das AD-205 von Demco Knives ist wirklich
mein geilstes Messer. Wirklich, es ist mein schönstes Messer, es ist mein bestes Messer. Ich würde schon sagen, von der Qualität her, also ich wüsste halt nicht, was man an dem Messer noch besser machen kann, weil da stimmt halt einfach alles, ne? Und es ist, ich hoffe, das Geräusch kommt nur halb so geil rüber, wie es wirklich ist, weil es ist wirklich, es hört sich für mich nach dem Messer an, ganz ehrlich. Also ich finde das Teil einfach perfekt, wirklich perfekt, in jeglicher Hinsicht. Deswegen, es ist schade, dass es nicht Paragraph 42a konform ist, sonst hätte man jetzt einen Sieger in meiner Videoserie auf der Suche nach dem perfekten EDC. Aber ich sag mal, ansonsten, ja, noch nichts Geileres in der Hand gehabt. Und das ist wirklich kein Scheiß und ich habe schon viel geile Messer in der Hand gehabt. Ich habe viele Spyderco-Messer hier, ich habe viele Bug-Messer hier, ich habe also die ganze Amis, ich habe die ganze Chinesen, ich habe so viel geile Messer hier und das ist wirklich, bis jetzt toppt wirklich alles. So, deswegen, ihr wisst, meine Messer-Reviews, die sind nie so auf Fakten basiert, sondern mehr auf Emotionen und so ist es halt einfach bei mir und fertig. Das geilste Messer, das ich habe, kein Scheiß. Wie gesagt, guckt euch mal die anderen Reviews noch an zu dem Schnitzeldreh in der Special Edition mit dem CPM, mit dem richtig geilen CPM, wo steht's denn? 3V-Stahl, hat sich richtig gut bewährt draußen. Und natürlich auch das Aktan und Weber A200. Ich habe auch ein Review gemacht zum Aktan und Weber A100. War auch ein geiles Messer. Das hier hat mir auch besser gefallen, muss ich sagen. Ja, schaut einfach mal vorbei. Und wie gesagt, der Link zu knife.de in der Videobeschreibung, in den Kommentaren. Guckt da unbedingt vorbei. Die haben richtig geile Teile. Vor allem die Bug. Geburtstagsmesser immer. Sehr, sehr geil, was die da alles im Shop haben. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht zu emotional. Wer mehr Fakten will und nüchternere Videos haben will, der muss leider auf einen anderen Kanal gehen. Wem es trotzdem gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über einen Daumen hoch von euch. Natürlich über einen Kommentar, was ihr von diesem absolut geile Messer hier haltet. Schreibt was in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst mir ein Abo da, würde ich mich natürlich noch mehr freuen und ganz wichtig die Glocke drücke, dass ihr immer Benachrichtigungen bekommt, wenn ich was Neues hochlade. Ja, und ansonsten hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dort noch. Ciao. Leid echt.